Hi Leute und willkommen zurück. So, mal gucken, wo wir jetzt hier landen. Ja, scheinbar landen wir an einem Küstenstandort in Magazena, wie das auch immer das ausgesprochen wird. Es scheint wohl wieder eine Nachtmission, aber ich würde mal sagen Abenddämmerung. Dämmerung, oder? Entweder Morgendämmerung? Die Nelly ist begeistert über die Bestätigung, dass Piero Capo getötet wurde. Er hat Wort gehalten und seine Unterstützung angeboten. Ich glaube, Morgendämmerung. Vermutlich eine Folge der Ehre. Morgendämmerung, ja. Weil die Nacht, also es war ja unten dunkel und oben hell, oder? Widerstand haben gute Gründe, die Mafia genauso zu hassen wie die Faschisten. Morgendämmerung, ja. Rivas Informant hat sich wieder gemeldet. Major Hans Dorfmann, einer von Wims Top-Leuten. Noch dazu sein Adjutant. Adjutant. Angeblich hat er Informationen, die er persönlich überbringen muss. Er sagt, er wisse, wo Kessler ist. Nur noch drei Kapitel. Hier, Mutterhenne. Oder? Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Ja, Mutterhenne. Motherhen, okay. Küstenstandort Magazeno versenkt ungewöhnlich viele Schiffe der Alliierten. Sowohl Schiffsartillerie als auch Radartechnologie ausschalten. Ende. Hab verstanden. Ende. Müssen wir jetzt da drauf irgendwo? Auf dem Frachter oder so, ne? Ist doch die ganze Zeit schon so. Dass wir irgendwo drauf müssen. Bestimmt jemand quatschen vorher. Ja, hier sind ja mehr Leute, ne? Wir können ja mit allen reden, oder? Wer bist du denn? Sie sind jetzt unser Freund Karl. Aha. Signor, Dinelli will sie nur in Wir sind mit der Mafia befreundet. Hab Piero Capo für ihn getötet. Mein Teil ist erledigt. Jetzt sind Sie dran. Helfen Sie uns. Helfen Sie den Partisanen. Würden Sie ein paar Informationen von unseren guten Absichten überzeugen? Probieren Sie es. Die Bauteile von der Werft. Sie wurden hierher gebracht. Interessant. Wozu? Wer weiß. Vielleicht verbergen die Deutschen irgendetwas. Aha. Wir sind doch Freunde. Aha. Aber ja, ja, wir sind Freunde. Was denn? Was verstecken die denn? Ja, wir müssen ja auf das Boot, ne? Oder? Einfach runter. Wir hatten ja hier eh noch gar keinen Lebensbalken, ne? Vor allem, als ob du Zement an den Beinen hättest oder Stahl oder so. Ja, wie Pinguin. Ja. Oh, wir können klettern. Das kriegt ein Spiel leise, aber nicht. Warum nicht? Diese Sendeschüssel muss verschwinden. Okay. Und ja, wir sind sehr viele Aufgaben, von denen wir nicht mal die Hälfte erledigen. Ja, das Problem ist, dass alle Hauptaufgaben oben sind. Das heißt, wir müssen erstmal an den anderen vorbei. Ist schon wieder nichts für dich, ne? Nee. Okay. Also hier entlang. Wo gehst du hin? Ich bin einfach nur den Weg gefolgt. Wieso haben wir so wenig Muni mit dabei? Guck mal. Hä? Ich hab eingesammelt. Wo denn? Vorne halt. Ja, wo vorne? Also da wo wir waren, da war so eine Kiste. Oh. Ja, ist bis jetzt in jedem Level gewesen, liebe Lizzie. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Also, ich dachte, dass du da bis jetzt immer drauf geachtet hast, deswegen habe ich auch nichts gesagt. Munition einsammeln. Ja, aber nämlich auch wenig. Hier entlang, ne? Mhm. Ich mach da wieder Krach hier, ne? Ja, was soll ich denn anderes erwarten? Keine Ahnung.
Die gehen mal leise vor, mit Taktik und so. Nee, hätte ja auch sein können, ne? Das hab ich schon längst aufgegeben. Danach frage ich gar nicht erst. Okay. Ach, du bist das, okay. Ich hätte jetzt was geschossen. Ja, wo? Wer hat mich denn getroffen jetzt? Ach, hier. Achtung, da kommt wieder so eine Bombardierung, ne? Hab ich zum Glück nicht getroffen. Und wenn, dann bist sowieso nur du schuld für die Bombardierung. Nein. Ich lock die nicht an. Brauch jetzt erstmal Leben hier. Was zum Teufel? Schießt auf mich. Irgendwas Großes, glaube ich. Ein Soldat. Nein, nein. Lungentreffer. Oh, was geht denn hier? Da unten. Ja. Partner verblutet. Verblutet. Ach, da oben. Was ist mit dir passiert? Du warst genau unter dem Tank oder so, ne? Ja. Okay. Bin kurz hops gegangen. Ab, rüber über die Mauer. So. Kann nicht wahr sein, ne? Ich werf die Granate, genau dann springt er rüber. Komm lieber hier runter, oder? Ja, eigentlich müsste man denken, dass wenn man oben ist, etwas sicherer ist. Ja, aber hier ist weiter oben. Ich komm. Also hier ist eine erhöhte Position. Zumindest gebe ich dir von hier Umdeckung jetzt. Weil von deiner Position kannst du ja von den Gegnern einfach flankiert werden. Die sind unter dir im Gebäude. Achtung, Achtung, die kommen hoch. Ich pass auf. Okay. Bin ja drauf vorbereitet, drei, dass hier vier Gegner hochkommt. Achtung, Achtung. Nein! Ui, weg hier! Ja, hab's gerade auch gesehen. Oh, links auch noch. Hab ich gar nicht gesehen. Mayday, Mayday! Direkt in deiner Nähe, falls was passiert. Ja, lass es mal hier hochgehen. Weil da oben ist ja so gut wie niemand. Dann haben wir wenigstens keine von hinten, ne? Schätze, ich habe alles eingesammelt. Okay. Ja, ja. Nicht getroffen. Ja, ja, nicht getroffen. Aber der geht mir auf den Nerv da hinten. Ach, daneben. Na, also jetzt habe ich ihn. Ach, jetzt weiß ich, was mich getötet hatte gerade eben. Was denn? Die Bombardierung, das oder? Das war wie? Einer mit dem Raketenwerfer. Nein, einer mit dem Raketenwerfer. Ah, okay. Ich bin dann hier oben, ne? Ja. Ich verteidige mich mal eben nur kurz. Komme jetzt nach. Ja. Ich habe scheinbar auch nicht genug Munition für eine eingesammelt. Okay. Bin fast tot. Muss das mal Leben nehmen. So, das haben wir schon mal. Das ist alles.
sie zu! Da ist Kerl. Naja. Bitte. So. Dann hier entlang. Ich würde mal weiter nach oben gehen. Scheinbar genau unter uns ist einer. Ja, der ist genau unter uns. Ich denke mal im Bunker, oder? Hab ihn. Okay. Hier rein oder so? Mal gucken. Drin haben wir auf jeden Fall irgendwas, irgendein Objective. Genau, aber wir müssen hier irgendwas kaputt machen. Das kann ja nur hier sein, oder? Entschlüsselungseinrichtung. Ja. Halten, interagieren. 1000 EP. Okay. Jetzt können wir rüber zur Hauptquest. Mhm. Aber da kommt ein Tank. Wollen wir den mitnehmen oder? Ja, oder? Was mich betrifft. Ja, da kommt er jetzt eh hier runter, ne? Wir warten, oder? Wo sind denn diese roten Punkte? So treffe ich dafür nicht. Ich habe den Fahrer getötet. Sehr gut. Ist der andere noch drin? Hab den Kanonier. Moment, da ist jetzt irgendwo den Tank. Ein Gegner. Ach, da oben. Ja, okay. Hab ihn. Auf der Treppe. Ja, Moment. Okay, liegt. Hast ihn. Ich renne mal zum Panzer durch und jag den mal in die Luft. Ich denke mal, du schaffst die Gegner, oder? Ja, ja, klar. Ich werde dann eh weiter hochlaufen, ne? Boah, beide Augen? Nee, doch nicht. Ein Auge. Ein Auge, ja. Wie? Rückzug! Also dann sind da immer drei drin, ne? Ach. Das war absolut dämlich von mir. Ah, jetzt sind da noch andere Gegner, Moment. Ich hab kaum noch Muni, was soll das denn hier? Nicht versuchen, der Panzer wird auf dich schießen. Ja, du gehst doch drauf. Komm, wir laden den Kontrollpunkt neu. So. Jetzt versuchen sollen, außenrum zu kommen über die Treppe und dann zum Panzer hin. Nee, weil da waren noch Gegner. Das war ja das Problem. Hier lang, genau. Landmine oder irgendwas hinlegen? Haben wir eine? Oh, ich renne jetzt schon direkt dahin. Also ich habe TNT oder lauf du, ne? Du bist ja eh jetzt da. Ich warte wieder hier. Ja, jetzt hält er da schon an. Jetzt kann ich mich eigentlich theoretisch hinter ihn schleichen. Guck mal, er bleibt nicht liegen, der Charakter. Ich muss ihn ja erst markieren, sonst seh ich nicht, was ist. Wo laufen die Gegner hin? Okay. Ja, die waren halt etwas... Ja, die waren... Die hatten... Egal. Hätte die Fahrradkette... Ja, da sind drei weitere Gegner. Ja, das sind meine Gegner sozusagen. Das ist ja gar kein Problem, oder? Moment, kann ich die Granate auf den Tank werfen? Viel zu weit weg. Wo ist der denn? Ach, ich glaube, ich weiß, was gerade passiert ist. Ich glaube. Hä? Einer von denen, die hier hinten waren, ist in den Tank eingestiegen vorhin. Ist jetzt zwei Stück sind nur gekillt worden und es schießt jetzt auch keiner mehr auf uns. Ja, das kann sein. Nur Tank ist auf jeden Fall Geschichte. Du kannst ihn noch kaputt machen, oder? Damit da keiner mehr reingeht, ja. Ne?
Irgendwo ist da ein Gegner. Ach, dahinter. Okay, du hast ihn, denke ich. Nee, der lebt immer noch. Der ist dahinter am Zaun. So, jetzt ist selber Geschichte. I need ammo. Und da kommen Gegner. Fast keine Kugeln mehr. Die brauche ich auch. Und der gibt mir Pistolenmunition, weißt du? Aber ich war komisch gemacht. Ja. Ach, hier war Munition. Schlaf ich jetzt? Ja, okay, ist okay. Wir müssen ja hier irgendwo rein, ne? Ja. Ja, hier runter, glaube ich, hier durch. Okay. Oh, ist oh, 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 zurück. Warte, ich versuche mal mit der leisen Munition. Ich hatte da eben bereits nachgeguckt bei L1. Ach da, man wechselt die damit R1 so rum. Okay. Das ist mir eben entgangen. Ja, du klickst da auf L1, ne? Wird dein Gewehr angezeigt in der Mitte. Wird es angezeigt. Ja, ich seh's. Ja, ja. Fällt mir jetzt erst auf. Ja, mir auch. War das jetzt eine leise Kugel oder eine laute? Das war eine leise. Okay. Da sitzt auch ein Schalldämpfer auf meinem Gewehr drauf, wenn du mal guckst. Nein, das war... Mayday! I need Moment, help! Moment, Moment. Wir müssen hier irgendwas kaputt machen, aber erstmal Gegner umbringen, ne? Und in Deckung gehen. Und Leben nehmen.